Hallo und herzlich willkommen bei Frauchengesucht im Tierheim Gießen. Heute möchte ich Ihnen Berti vorstellen. Berti ist ein kleiner, lebendiger Spaniel, der im August diesen Jahres sein erstes Lebensjahr vollendet hat. Der kleine Rüde besticht durch hübsches Aussehen. Berti ist hundeverträglich und ein absoluter Wirbelwind. Durch seine vielseitige Mimik ist der kleine Schambolzen durchaus in der Lage, jeden um seine dicken Pfoten zu wickeln. Trotz alledem ist Berti nur für sehr hundeerfahrene, kinderlose Menschen geeignet. Der kleine Kerl ist nämlich davon überzeugt, dass Einbrecher und fremde Menschen nichts in seinem Haus zu suchen haben. Diese Einstellung ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings muss der junge Schnösel noch lernen, dass sein Mensch die Führung übernimmt und ihm mitteilt, wann er seine Hilfe benötigt. Berti braucht unbedingt einen erfahrenen Hundebesitzer, der ihm sehr klar, aber niemals übergriffig und hart im alltäglichen Umgang vermittelt, dass er in der Rudelstruktur den letzten Platz belegt. Hier ist die Politik der kleinen Schritte angesagt. Das heißt, der Hund muss auf vielseitige Weise erfahren, dass sein Mensch führt. Futterverteidigung ist sein absolutes Steckenpferd. Hier ist es wichtig, dass er langsam lernt, dass sein Besitzer der Futterautomat ist und die Spielregeln bestimmt. Man soll sich natürlich von Berti nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber es macht sicherlich auch keinen Sinn, ihm zu Beginn gleich ein Butterbrot anzubieten, um darin vielleicht ein Exempel zu statuieren. Hier sollte man nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern es bedarf hier sehr viel Fingerspitzengefühl. Berti ist sicherlich eine Herausforderung, aber ein knuffiger Kerl, wenn er erst einmal gelernt hat, seinen Menschen zu lieben und zu respektieren. Wenn ich Ihr Interesse für diesen kleinen Kerl wecken konnte, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie einfach zu den Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr bei uns herein. Ich würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.